Hallo zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Heute mal mit einem Produkt aus Übersee, nämlich mit diesem Mädchen hier. Es heißt im Original Girl. Es gibt keine konkrete Produktbezeichnung für diese Handpuppe, habe ich jedenfalls bis jetzt noch nicht gefunden. Die Puppe kommt aus Amerika, genauer gesagt aus Florida, von diesem Hersteller Sally Puppets. Und wie die Puppe denn genau im Detail aussieht und was der Unterschied ist zwischen dieser Puppe und den europäischen, das möchte ich euch einmal im Detail zeigen. Fangen wir wieder einmal bei den Schuhen an, beziehungsweise bei den Füßen. Ihr seht schon, einen Schuh habe ich hier ausgezogen. Dieser ist übrigens an der Rückseite mit einem Faden befestigt. Das heißt, wenn man die Schuhe ganz ausziehen möchte, dann muss man diesen Faden erst lösen. Der Fuß ist leider gliederlos. Da sind noch nicht mal Zehen angedeutet, wie es vielleicht bei anderen Puppen der Fall ist. Schade, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Die Schuhe selber, die haben, ja, das Untermaterial ist keine wirkliche Sohle zu erkennen, aber das ist ein sehr festes Material, damit auch der Fuß seine Form in dem Schuh behält. Es fühlt sich an wie Kunstleder, es ist auch wahrscheinlich Kunstleder. Das andere Material ist normaler Stoff, fühlt sich ganz toll an, sieht auch wirklich sehr gut aus, besser als wenn man, das jetzt in der Kamera vielleicht erkennen kann. Ich zeige es jetzt nochmal bei dem geschlossenen Fuß, da sieht das Ganze dann so aus, sieht wirklich klasse aus, finde ich. Die Hose, die das Girl anhat, das Mädchen anhat, ist aus Jeansstoff, ist ausziehbar. Oben auf Höhe des Bauchnabels, jetzt ist gerade der Spielstab runtergefallen, ist ein Klettverschluss, damit die Hose nicht einfach runterrutscht und das gute Mädel auf einmal nackt dasteht. Bei nackt kann ich euch gerade auch mal zeigen, so sieht das Ganze aus, wenn das Mädchen nackt ist. Da sind keine Geschlechtsorgane angedeutet. Hätte mir aber gewünscht, dass sie wenigstens eine Unterhose angehabt hätte. Der Pullover ist auch ausziehbar, trägt den Schriftzug Sunny Girl, also quasi die Produktbezeichnung der Puppe. Jetzt gehe ich mal auf die Hände ein. Ihr habt gerade schon gehört, mir ist gerade der Spielstab runtergefallen. Die Hände sind mittels Spielstab zu bespielen. Und ja, er ist auch wieder gerade gebogen. Ich habe mir wieder zurechtgebogen, damit ich damit besser spielen kann. Ich komme besser mit einem gebogenen Spielstab zurecht. Oh, das war jetzt meine Schraubenkiste, was ihr alles von mir mitbekommt. Ich zeige ihn euch jetzt nochmal. Ich habe ihn gerade aufgehoben. Es ist oben hier ist eine Art, man kann das jetzt leider schlecht sehen in der Kamera, ist nochmal eine Art, ja, Schlaufe, wenn man so möchte. Und da kann man dann die Hand einklemmen und dann kann man sie bespielen. Das Schöne an dem Griff ist, dass er nochmal an dem Ende, wo man halt angreift, eine Kunststoffummantelung hat. Das gibt dem Ganzen nochmal ein schöneres Gefühl. Jetzt habe ich den Spielstab natürlich genau falsch rum gemacht. An der anderen Hand, da müsstet ihr euch nochmal irgendwie einen extra Spielstab organisieren. Da ist leider nur einer dabei. So wie auch bei der Elfe Sage und bei der Hexe von der Firma The Puppet Company. Lässt sich aber auch ganz leicht selber aus einer Alustange aus dem Baumarkt herstellen. Kommen wir zum Gesicht. Ich habe es gerade schon erwähnt, der Pullover ist auch ausziehbar. Das Gesicht, das Klappmaul ist schön gearbeitet, fühlt sich an wie Filz. Innen drin haben wir eine Zunge, die ist leider nicht bespielbar. Dann hat die Puppe eine kleine Stupsnase. Hier oben sind Augenbrauen angedeutet. Die sind wahrscheinlich nur aufgemalt oder ja, es ist nicht wirklich irgendwie eingenäht. Auf jeden Fall hätte man das vielleicht noch ein bisschen besser machen können, indem man halt die Farbe der Haare aufgreift. Die Augen selber sind schön, finde ich, sind ansprechend, passend zu der Puppe. Das Einzige, was mich ein bisschen an dem Gesicht stört, wobei man das nicht so sehr sieht, sind die Ohren. Die Ohren sind wirklich nur ganz schlicht und einfach gehalten. Das ist
nur im Prinzip die Ohrenmuschel, nichts weiter, nicht schön geformt. Das hätte man vielleicht besser machen können. Aber nun ja, das ist halt der Unterschied zwischen dieser Puppe und vielen anderen. Wäre langweilig, wenn auch alle Puppen irgendwie gleich wären. Die Haare, sie hat zwei Zöpfe. Und zwar stehen die nicht so ab wie bei Pippi Langstrumpf, aber man kann es so machen. Die sind aus Wolle gefertigt, würde ich jetzt mal so behaupten. Der Haaransatz sieht ganz gut aus. Finde ich, ist eine schöne Idee. Wenn man das Ganze umdreht, dann sieht das so aus. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, wo denn der Eingang ins Klappenmaul ist. Und damit kommen wir zu der Besonderheit dieser Puppe aus Übersee. Der Klappenmaul-Eingang wäre normalerweise hier in diesem Bereich, bei den Living Puppets, bei anderen Puppenherstellern vielleicht auch noch ein bisschen höher. Bei dieser Puppe ist der Eingang allerdings im Rücken. Und das erinnert sehr an eine Puppe von Jim Henson oder von anderen Puppenmachern. Ihr greift hier rein und dann kommt ihr durch einen kleinen Tunnel oben in das Klappmaul und dann könnt ihr den Mund bespielen. Was noch zum Klappmaul zu sagen ist, ist, dass es mit meinen Händen gut zu bespielen ist. Mit meinen Fingern komme ich allerdings schon vorne an den Stoff dran, oben durch die Füllung etwas drauf. Aber man sitzt dadurch auch etwas besser drin, wie ich finde. Noch dazu kommt, dass das Klappmaul sich ein bisschen nach unten wölbt, also bei dem oberen Teil des Klappmauls. Und dieses Moosgummi-Auflage, die innen drin ist, die stabilisiert das Ganze nochmal. Und ich rutsche auch beim Sprechen nicht raus. Ich fühle mich beobachtet. Da ist die Kamera. 72 cm groß ist das Mädchen und kostet $59,95. Das sind nach dem derzeitigen Wechselkurs ungefähr 44 Euro und ein paar zerquetschte. Wenn ihr das Ganze aus Übersee bestellt, müsstet ihr allerdings noch bedenken, dass da eventuell Versandkosten über 10 Euro draufkommen könnten. Das war es von dem Mädchen hier und von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Puppe gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ich euch gefallen habe, Daumen hoch. Und wenn wir beide euch gefallen haben, macht da auch einen Daumen hoch. Ansonsten, ja, wenn es euch nicht so gut gefallen hat, nicht den Daumen runter drücken, sondern einfach sagen, was ich besser machen kann. Ich bin immer für Vorschläge offen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao, euer Hannes.